Frenkel frotzelt. Heute. Let's play. Fußball. Und das war der Anpfiff zum DFB-Pokalfinale, bei dem heute die krassen Außenseiter, die Würzburger Kickers, gegen den großen ersten FC Bayern München antreten. Und wen sehen wir hier am Ball? Das ist der Würzburger Luke Frenkel. Ein ganz großes Talent, ein ganz junger Mann. Erst 14 Monate alt und schon in der ersten Mannschaft bei Würzburg. Ganz, ganz stark am Ball hier, sieht man schon, ja. Er ist der Mittelfeldmotor bei den Unterfranken. Ja, und da spielt Luke Frenkel einen genialen Pass in die Spitze zu seinem Stürmerkollegen Luke Frenkel. Nutzt er diese Chance? Ach du liebe Güte, da rettet der Pfosten in dieser Situation. Da wären die Würzburger beinahe in Führung gegangen. Nach einer Bilderbuchkombination zwischen Luke Frenkel und Luke Frenkel. Ja, was soll man sagen? Da hat der Club aus der Regionalliga Bayern Vorteile gegenüber dem deutschen Meister. Und zwar nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch. Wer hätte das denn gedacht? Jetzt wieder am Ball Spielmacher Luke Frenkel. Und schauen Sie sich an, wie eng er den Ball am Fuß führt. Und noch eine elegante Drehung. Dann schaut er und spielt ab zu Luke Frenkel in die Spitze. Da ist er wieder, der Stürmer. Kaum aufzuhalten. Unbeirrt. Da legt er sich den Ball noch ein bisschen zurecht. Guckt nochmal. Und dann zieht er ab mit dem linken Fuß. Und Tor! Unglaublich, aber wahr. David führt gegen Goliath 1:0. Und wir schauen uns diesen Treffer nochmal in der Zeitlupe an. Erstklassig gemacht. Da kann sich Torhüter Manuel Neuer strecken, wie er will. Keine Chance. Jetzt aber eine Möglichkeit für den FC Bayern. Ribéry schießt. Der Würzburger Torhüter Luke Frenkel kann zunächst nur mit dem Fuß klären. Im Nachfassen hat er das Leder dann aber sicher. Uiuiui, das war eine knappe Angelegenheit. Ja, und da sehen Sie, Frenkel spielt sofort weiter. So spielen moderne Torhüter. Und dann gab es noch diese umstrittene Szene. Abgepfiffen wegen Abseits. Frenkel gar nicht einverstanden mit dem Schiedsrichter. Dennoch lassen sich die Unterfranken nicht beirren. Kämpfen weiter. Hier sehen wir den rechten Verteidiger Luke Frenkel mit einem kleinen Ausflug in den Angriff. Das macht er auch sehr gut. Auch ganz enge Ballführung hier wieder. Was geht da denn ab? Der tanzt die gesamte Abwehr der Bayern aus. Ist allein vor dem Tor und zieht ab mit dem rechten Fuß. Der ist drin. Ich werde verrückt. Der ist drin. Das ist das 2:0 für die Würzburger Kickers. Das ist das 2:0. Und während wir jetzt hier die Zeitlupe sehen, da lege ich mich fest, das war der Sieg. Das war der Genickbruch für Bayern. Und unglaublich, die Würzburger, die kennen keinen Rückwärtsgang. Es geht immer wieder vor, trotz der 2:0-Führung. Und da ist wieder Frenkel am Ball. Der kann sogar aufschauen, kann den Mitspieler suchen. Technisch unglaublich versiert. Trickreich vorbei an einem Baum von einem Mann. Daniel van Bouten, der ist ja 1,97 Meter lang. Und kurz vor Schluss nochmal der Schuss von Robben. Arjen Robben, der aber an Frenkel scheitert, dem Torhüter. Tja, und dann ist tatsächlich Schluss. Feierabend, Feierabend. Würzburg hat den Pott. Und Bayern München die Schmach. Wer hätte das gedacht?